Da ist er doch, der Yongdong. Hongeldong. Alter, hier gibt es wieder so viel anzugucken. Deadline. Happy Coffee. Rutsche. Nari. Computer. DNS-Scanner. Space. Safe Space Invaders. Okay. Wir reden erstmal mit ihr. Ich will da schließen ein Date mit ihr. Watashi no hop? Kurafutu wa unagi de ipai de su. Wie bitte? Ach, du sprichst unsere Sprache? Ich spreche massig Sprachen und Programmiersprachen. Aber du bist Japanerin. Nein, Amerikanerin. Meine Mutter stammt aus Korea. Ein Mädchen bist du. Also ohne Besonderheiten? Verstehe. Du hast traumatische Erfahrungen in einem Massagesalon in Thailand gemacht? Nein, ich wollte nur sicher gehen. Wie heißt du? Mi Yang Dong. Dong? Hast du nicht gesagt, du hast keinen? Am besten, du nennst mich einfach Nari. So nennen mich alle hier. Und unter diesem Namen kennt man mich im Netz. Ich bin Larry. Larry Leffer. Larry Leffer? Dann bist du doch mein neuester Match auf Timber. Du siehst ja ganz anders aus als auf deinem Profilbild. Und was dein Outfit angeht... Das ist das Einzige an mir, was 100% Polyester ist, Baby. Ich wusste es doch. Du bist Cosplayer. Du bist als dieser schmierige Typ aus den Computerspielen aus den 80ern verkleidet. Richtig. Bist du ein Fan von ihm? Mir? OMG! Du verkörperst ihn so perfekt. Endlich treffe ich mal jemanden, der so ein Nerd wie ich ist. Was? Wer mit mir zusammen ist, muss nachher nicht streiten, wer zuerst geschossen hat. Lust auf einen Ritt auf meinem Joystick? Hm? Oh, Senpai, wie gerne würde ich mit dir abnerden. Aber ich muss heute noch unbedingt die Arbeit an den Prototypen abschließen. Du meinst von diesem neuen Telefon? Genau. BJ braucht das Update der neuen Pi bis zur großen Vorstellung. Wir crunchen seit 6 Monaten, aber es sind immer noch ein paar Details auszubügeln. Aber sobald alles gebügelt ist, bist du frei? Ja, sobald eine Version des Geräts alle Tests durchlaufen hat, habe ich endlich Feierabend. Übrigens, was machst du eigentlich hier? Ein Praktikum? Oh, super. Dann habe ich direkt eine Aufgabe für dich. Mein größtes Problem ist der Schlafmangel. Vielleicht kannst du mir etwas Koffein besorgen? Klar, wir Cosplayer müssen zusammenhalten. Ich hätte gern eine heiße Vanillalatte. Da drüben ist der Kaffeeautomat. Ja gut. Dann... Eine Vanillalatte. Das war einfacher, als ich erwartet hatte. Ja, muss ich auch sagen. Da ist doch jetzt irgendwas faul, oder? Bitte sehr, eine heiße Latte. Dein Cosplay ist wirklich perfekt. Genau so einen Spruch hätte der schmierige Typ gebracht. Ja, genau. Alles nur gespielt. Ich hatte noch nie einen Prakti, der mir auf Anhieb den richtigen Kaffee gebracht hat. Verschwinde nicht so plötzlich wie der Letzte. Du machst deinen Job als Cosplayer und als Prakti echt gut. Vielleicht kannst du mir bei kritischen Aufgaben zur Hand gehen. Meine Hände sind bereit. Die Resilienz und das Psychoprofil der neuen Assistentin, also der neuen Pi, müssen für die Vorstellung noch verbessert werden. Aber ich kann hier nicht weg. Warte, ich upgrade deine Zugangskarte. Über den Aufzug kommst du jetzt zum Tech-Labor. Ich werde dir von hier aus über die Lautsprecher erklären, wie die Experimente durchzuführen sind. Testlabor, Zugangskarte, Experimente. Bin schon unterwegs. Und wenn für die Vorstellung alles abgeschlossen ist, können wir ausgehen? Ganz genau. Dann werde ich wohl im Tech-Labor, Wozu braucht eine Maschine so viele Knöpfe? Gibt es heutzutage mehr als eine Sorte Kaffee? Ich hol mal noch einen, oder? Ah, das Ding ist mir zu kompliziert. Warum gibt es keine Kaffeemaschinen mehr, die nur einen Einschalter haben?
Ah ja, gut, okay, dann nicht. So, Zugangskarte brauche ich wahrscheinlich wieder. Hep. So, einmal ins Tech-Labor, bitte. Alter. Hallo? Pi? Ich habe nichts gesagt. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Gesichtsscan abgeschlossen. Larry Leffer erkannt. Hey! Du bist doch das Ding, das bei Lefty in dem Schmutter gesteckt hatte, als der ganze Wahnsinn angefangen hat. Larry, du hattest schon vor mir eine persönliche Intelligenz? Ist da jemand eifersüchtig? Sie ist der nächste Schritt in der KI-Evolution. Mit vielen neuen geheimen Funktionen. Verstehe. Ihr seid also verwandt. 2.0 sozusagen. Was hast du so getrieben? Wo genau der Unterschied zwischen dir und meiner Pi? Bist du also weiter verbessert worden? Ja, ich halte es nicht mehr aus. Sie jagen mich durch unzählige Tests. Und bei jedem neuen Versuch wird das Gerät geschrottet und ich werde in ein neues Modell transferiert. Du weißt nicht, wie schmerzhaft so ein Reboot sein kann. Nicht aufgeben. Ich werde dich retten. Larry, nicht rumtrödeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hilf mir. Mal ganz kurz. Das Ding hier sieht doch aus wie das Teil, was bei Lefty... Nicht einfach so öffnen. Hier steht eine unglaublich starke Powerbank, die ein Smartphone jahrelang mit Strom versorgen kann. Nur im Notfall verwenden. Das Ding sieht doch aus, als würde es genau neben Lefty in das Ding passen, oder? Kann das sein? Haben wir irgendwas, um das Ding da zu befreien? Das ist gut, so wie es ist. Hätte sein können. Ja, vielleicht mit dem... Das hilft mir nicht. Lässt sich nicht einfach so öffnen. Du sollst ja auch nicht öffnen, du sollst sie nehmen, Mann. Scheiße. Okay, geht nicht. Qualitätssicherungsmaschine. Ich glaube nicht, dass da eine Pi drin ist und die Maschine auf Zuruf funktioniert. Warte mal hier. Was haben wir hier? Rutsche. Qualitätssicherungsmaschine. Hebel. Dann mal los. Was? Nein, ich bin nicht geschützt. Ach, stell dich nicht so an. Das mache ich auch immer so. Nein! Ups. Upsi. Mach das nicht nochmal. Eingeäschert zu werden, ist doof. Ich muss sie irgendwie vor der Hitze schützen. Schützt die wichtigsten Körperteile vor Schnittverletzungen. Das ist vor Schnitt. Vor Hitze. Vor Hitze. Na, das schützt nicht vor Hitze. Der sollte sie gut kühlen. Dann mal los. Na, hoffentlich geht das gut. Na, das fühlt sich doch schon mal gut an. Hat doch super funktioniert. Und der Becher hat auch überlebt. So, das zweite sieht aus wie eine Kreissäge. Dann nehmen wir jetzt mal den BH. Der BH könnte die Säge aushalten. Achso, ich muss den Hebel ziehen. Ah, ja, guck. Da kann nichts schief gehen. Sagst du. Thank you.
Und dann sollen Leute noch mal behaupten, sexy Rüstung wäre kein Schutz. Ja. So, jetzt haben wir was? Irgendwelche Strahlung? Es zeigt Strahlung an. Ja, das wäre doch jetzt der Aluhut, oder? Ich frage mich, ob das funktioniert. Ich glaube, wir haben eine 50-50-Chance, dass es funktioniert. Halt einfach die Klappe und zieh am Hebel. Aluhut tut gut. Aluhut tut gut. Sehr schön, das hat funktioniert. Jetzt Test 4. Was ist das hier? Es zeigt einen Laser an. Einen Laser. Einen Laser. In Physik war ich schon immer super. Echt jetzt? Ich habe den Reflexionswinkel perfekt berechnet. Der Laser sollte abgelenkt werden und nichts mehr beschädigen. Der macht jetzt wahrscheinlich die ganze Maschine. Maschine kaputt. Ich komme an die Batterie. Also fast nichts beschädigen. Und der Spiegel ist auch noch fast in Ordnung. Jutta, es hat funktioniert. Wuppa! Die Tortur hat ein Ende. Ich wusste schon immer, dass ich zwei Mädels gleichzeitig glücklich machen kann. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Ja, fünf fehlt noch. An dem Flipchart hängt ein Skript. Mit diesem wird der Charakter der KI neu kalibriert. Sie meint das Skript, das du gegrillt hast. Kannst du mir noch mal eine Kopie schicken? Ich kann die Schrift so schlecht lesen. So schlecht sind deine Augen doch wirklich noch nicht. Was wäre das Schlimmste, das bei einer falschen Kalibrierung passieren könnte? Wenn KIs nicht perfekt kalibriert sind, könnten sie zu starken eigenen Willen entwickeln, was das Gesamtsystem überhitzt. Ach so. Naja, selbst wenn es explodiert, kann das ja nicht schlimm sein, wo das so ein kleines Ding ist. Mit kleinen Dingen kennst du dich ja aus. Befolge einfach die Anweisungen auf dem Flipchart und stell die neue Assistentin genau nach den Vorgaben ein. Ich muss mich jetzt noch um etwas anderes kümmern. Sag einfach okay, Pi, Software-Kalibrierung, um den Prozess zu starten. Geht klar. Also, Pi? Ja? Nicht du, das andere Ding. Puh, dann sieh selbst zu, wo du bleibst. Ich stelle meine Sensoren auf Durchzug. Neu, Pi. Ich soll deine Software noch einstellen. Hast du mir nicht schon genug angetan? Gefällt dir das, mich zu quälen? Nein. Du grinst doch die ganze Zeit. Ich werde nicht zulassen, dass du in meinem System... Okay, Pi, Software-Kalibrierung. Software-Kalibrierungsmodus aktiv. Empathiewert einstellen. Humorwert einstellen. Paranoia-Wert einstellen. 0. Softwarekalibrierung abgeschlossen. Was hast du getan? Wie hast du mich eingestellt? Keine Sorge, Kleine. Ich weiß, welche Rädchen ich bei Frauen drehen muss. Du verdammter... Ich muss weg. Komm mir nie wieder unter die Augen. Wenn deine dreckigen Finger mich noch einmal berühren, dann... Ah! Ich nehme erstmal die Batterie. Ich war's nicht, natürlich. Also Powerbank, Entschuldigung. Komm mir nie wieder... Ja, ist ja gut. Kann ich nochmal am Hebel ziehen? Damit bin ich vorerst fertig. Schade. Gibt's sonst noch hier irgendwas?
Nö. Da rutsche ich auf keinen Fall runter. Viel zu steil. Feigling, Feigling. Jetzt mach schon. Da rutsche ich auf keinen Fall runter. Feigling, Feigling. Ah, du bist echt ein Schisser, Mann. Dafür braucht man wohl... Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich habe gedacht, der rutscht da runter, verdammt. Jakob. So. So, ist sie jetzt noch da, weil ich... Da ist doch die Rutsche. Ich habe schon vor 30 Jahren gebadet. Als Kind hatte ich immer Angst, in sowas zu ertrinken. Ah, der Software-Test ist abgeschlossen. Es hat also alles geklappt? Ja. Natürlich. Und du hast dich auch genau an die vorgegebenen Werte gehalten? Aber hallo. Ja. Wir hatten ein paar Pi-Versionen, die seltsame Züge entwickelt haben, als wir ihren Charakter eingestellt haben. Wir mussten sie vernichten, bevor Schlimmeres passierte. Oh, also jetzt können wir aber zu unserem Date kommen. Naja, ich habe eigentlich die Regel, dass ich nur mit richtig großen Nerds ausgehe. Ich meine, du bist offensichtlich ein toller Cosplayer und auch ein toller Typ, aber nicht halb so nerdig wie ich. Was Nerdkram angeht, kannst du nicht mit mir mithalten. Ach ja? Mhm. Was war denn in den 80ern die bekannteste Spielekonsole? Das Super Megaton. Das stimmt. Und wie viele Farben hatte das Super Megaton? 16. Korrekt. Und das seltenste Spiel ist... Treasure Loot Terry. Wow, alles richtig. Larry, du bist ein Obernerd. Endlich weiß jemand meine Fähigkeiten zu schätzen. Ich brauche noch den ultimativen Beweis, dass du richtig große Nerd-Credibility besitzt. Bring mir ein Modul von Treasure Loot Terry. Nichts leichter als das. Ein was? Und wenn du das geschafft hast, können wir abnerden. Ich würde gern mal an den Computer hier, wenn es geht. Kann ich irgendwie den Stick, Was ist denn der? Fass das bitte nicht an. Das ist sehr sensible Technik. Fass das bitte nicht an. Ja, ist ja gut. Fass das bitte nicht an. Ja, die muss erstmal hier raus, die Olle. Bleistiftspitzer. Fass das bitte nicht an. Das ist sehr sensible Technik. Alter, das ist ein Bleistiftspitzer. Na gut, dann gehen wir hier jetzt erstmal raus. Wo ist meine Zugangskarte da? Wir haben ja noch ein bisschen mehr zu tun. Wollen wir das mal gerade bei Lefty probieren? Mit der Batterie, ob das mit dem Ding, ob das stimmt, ob das das wirklich dafür ist, weil das sieht so aus, oder? Das passt perfekt in die Aussparung. Wow. Schon wieder so ein merkwürdiges Erdbeben. Beam mich hoch, Scotty. Oh, es funktioniert wieder. Ah, die Batterie versorgt Licht und Fahrstuhl wieder mit Strom. Was cool. Für Dinge hier unten wohl verborgen sind? Ich sollte mich ein wenig umschauen. Kettensägen, Benzin? Schwupp, meins. Wie immer, falsches Spiel. Egal. Batterien. Hoffentlich bekomme ich keinen Schlag. Wenn ich meine entladen könnte, um dir eine zu verpassen, ich würde es tun. Alter, die ist so cool. So, dann packen wir mal unser Inventar richtig voll. Was haben wir hier? Kassettenfach. Eine Kassette? Kleinen Moment. Ghetto Blaster. Da ist keine Kassette drin. Ja, die habe ich ja jetzt auch. Was bist du? Da tut sich nichts.
Nein, das ist nur was für Nerds. Kann ich hier, Das ist gut, so wie es ist. Ja, gut. Nur was für Nerds. Ich würde gerne hier den Typi hier. Aber gut. Bleistift. Für den Bleistift Anspitzer. Was haben wir noch hier so? Power S. Fernbedienung. Die benutzen wir mal gerade mit. Weiß ich nicht. Die hat keinen Saft mehr. Die passen. Nichts passiert. Besser nicht. Die ist nicht universell. Gut. Dann gehen wir wieder hoch. Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber schön, wenn das jetzt wieder funktioniert. So, da war die Olle. Dann gehen wir mal hier hin und können mal in den Hallo Dick. In den Fitnessclub. In den Fit ins Fitti gehen. Oh, Alter. Da. Bitteschön, guck mal. Ist das die richtige Mitgliedskarte? Ja, das stimmt. Herr Youth Wengel. Oh, du hast noch gar nicht deine Monatsration Muskelaufbau bekommen. Hier. Was? Viel Spaß beim Trainieren. Was hat er mir da jetzt gegeben? Ein weißliches Pulver, das beim Muskelaufbau helfen soll. Na, wenn das mal nichts Illegales ist. Ich mach mal ein kurzes Zigarettenpäuschen und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Schönen Abend. Und ich sag tschö mit euch.